Ja, wir haben gesehen, dass Radarsysteme durchaus hohes Potenzial besitzen, Bodenfeuchte zu bestimmen bzw. ja, Bodenfeuchte-Indikatoren abzuleiten. Weil es immer so sein wird, dass eine veränderliche Bodenfeuchte sich auf das Radarsignal auswirkt. Haben wir allerdings Vegetationsbedeckung und die ist in einem solchen Umfang, dass ich mit meiner Radarwelle nicht bis auf den Boden vordringen kann, habe ich natürlich Schwierigkeiten, die Bodenfeuchte abzuleiten. Selbst bei einer geringen Vegetationsbedeckung wird die Vegetation nach wie vor einen dämpfenden Einfluss auf das Bodensignal haben. Dies ist schlicht und einfach ein ja, Grundprinzip in der Radarfernerkundung. Das muss soweit akzeptiert werden. Und dementsprechend wird es auch behandelt, indem man beispielsweise dezidierte Missionen ins Leben gerufen hat, die fokussiert sich hauptsächlich mit der Bodenfeuchteableitung beschäftigen. Und diese dezidierten Missionen, das sind auch Weltraummissionen, die kombinieren aktiv und passive Radargeräte. Und das Besondere bei passiven Radargeräten ist, dass die deutlich weniger beeinflusst werden von Vegetationseinflüssen. Und die Kombination aus aktiv und passiv, dafür gibt es zwei Beispiele, SMOS und SMAP. Diese Missionen wurden rein dafür gestartet, Bodenfeuchte abzuleiten. Der Nachteil, der große Nachteil von passiven Radarsystemen ist die deutlich schlechtere geometrische Auflösung. Also wir reden hier nicht mehr um Meter oder Zehnermeter, sondern die Auflösung ist in der Regel deutlich schlechter, hunderte Meter, wenn nicht Kilometer Auflösung. Dennoch ist es für all diese Missionen wichtig, für die Validierung der Ergebnisse, aber auch für das Kalibrieren der Modelle, Referenzinformationen zu haben, also tatsächliche Bodenfeuchte-Messwerte am Boden. Man muss also ins Gelände gehen, die Bodenfeuchte ermitteln, beziehungsweise die Elektrizitätskonstante ermitteln. Und dafür gibt es zwei Hauptrichtungen, die da verfolgt werden können. Das eine ist ein sogenannter gravimetrischer Ansatz und das andere ein volumetrischer Ansatz. Da wir bei den Bodenproben vergleichen zwischen Gewicht vor- und nachtrocknen, sprechen wir von der gravimetrischen Methode. Volumetrische Methoden sind beispielsweise die Frequency Domain oder die Time Domain Reflectometry. Bei der Time Domain Reflectometry wird entlang von Metallstäben, das kann ein Stab sein, das können mehrere Stäbe sein, elektromagnetische Impulse ausgesendet und die Laufzeit zur Stabspitze und zurück wird ermittelt. Und diese Laufzeit steht in direktem Zusammenhang zur Dielektrizitätskonstante. Und wenn ich jetzt die Bodeneigenschaften soweit kenne, beziehungsweise eben meine Sonde für diesen Boden kalibriere, kann ich direkte Aussagen treffen, was die volumetrische Bodenfeuchte betrifft. Ein besonderer Fall bei der Bodenfeuchtebestimmung über Radarfernerkundungsdaten tritt dann ein, wenn eine Frostperiode auftritt. Durch die Frostperiode wird es dazu kommen, dass der Boden gefriert. Und Bodengefrieren heißt in dem Fall die Feuchtigkeit, das Wasser im Boden gefriert. Gefrorenes Wasser hat eine deutlich geringere Dielektrizitätskonstante als die von flüssigem Wasser. Das führt dazu, dass das Epsilon stark nach unten geht, die Interaktion der Mikrowelle mit dem gefrorenen Boden reduziert ist. Und die Radarrückstreuung demzufolge auch reduziert ist. Diese Effekte kann man sehr gut beobachten, wenn man mit Radarzeitreihen arbeitet. Und es wurde immer wieder festgestellt, dass tatsächlich Frostperioden auch per Radarfernerkundung zu detektieren gehen. Dasselbe wie für das Wasser im Boden gilt natürlich auch für das Wasser außerhalb des Bodens, sprich auf dem Boden, in Form von Schneebedeckungen oder in Form von Eis auf Gewässern. Ja, auch da hat das Wasser eine deutlich geringere Dielektrizitätskonstante als flüssiges Wasser. Und das kann dazu führen, dass ich eine Schneedecke vollständig durchdringe und die Interaktion zwischen Mikrowelle, also elektromagnetische Radarwelle und ja, Bodenoberfläche genau an der Grenze zwischen Schnee und Boden passiert. Oder ein anderer Spezialfall ist, dass Eis auf Gewässern durchdrungen wird. Und die Interaktion an der Grenzschicht zwischen dem Eis
und dem unterliegenden flüssigen Wasser passiert. Ja, das ist wichtig, dass man versteht, dass Wasser je nach Aggregatzustand unterschiedlich mit den elektromagnetischen Wellen interagiert. Generell gilt der Zusammenhang, dass mit zunehmender Bodenfeuchte auch eine zunehmende Radarrückstreuung zu verzeichnen ist. Das hat aber nach oben hin irgendwo auch seine Grenzen. Und zwar dann, wenn der Boden vollständig gesättigt ist und es dazu führt, dass sich auf dem Boden Wasseransammlungen bilden. Also größere Pfützen tatsächlich, kleinere Seen zum Teil. Vor allem in den Permafrostgebieten ist das regelmäßig zu beobachten. Und über solchen Flächen haben wir es in der Regel mit glatten Wasserflächen zu tun. Also da ist wenig Wellenbildung vorhanden. Und in dem Fall haben wir eigentlich immer spiegelnde Streuung, weg vom Sensor. Ja. Die elektromagnetische Welle kommt und wird weg vom Sensor reflektiert. Und weg vom Sensor heißt in dem Fall, die Radarrückstreuung geht immens nach unten. Ja, also wir haben eine ansteigende Radarrückstreuung bis zu einem gewissen Punkt, bis zu einer Bodensättigung und dann bildet sich Wasser auf der Bodenfläche und das führt plötzlich zu einer immensen Reduktion der Radarrückstreuung. Und diese Dynamik, die ist wahrlich sehr gut zu beobachten im Radarsystem, in einer Radarkonstellation und kann dafür beispielsweise verwendet werden, dass man Feuchtgebiete so beobachtet, und zwar auch die Ausdehnung, die maximale Ausdehnung von Feuchtgebieten, wo eben genau das eintrifft. Wassersättigung, stehendes Wasser auf einem Boden und wiederum zu anderen Zeitpunkten tatsächlich nicht vorhandenes Wasser auf demselben Areal. Ja, diese große Dynamik bildet sich auch in einer Radarzeitserie ab.